mal, wir sind genau in der Mitte. Hallo, Schatz! Was denn? Ach Mann! Was du bist mir reingefahren! Ich bin dir gar nicht reingefahren. Klar, ich hab 4%. Jetzt muss ich in die Werkstatt, jetzt ist vorbei. Ich bin da gar nicht reingefahren. Ja, dann guckst du dir ein Video an. Also, wir sind in Nizza und fahren chemisches Sorptionsmittel, 11 Tonnen, nach Tarent, Italien. Chemisches Sorptionsmittel, keine Ahnung, was das ist. Und mit all unseren eigenen Hängern. So mit unseren eigenen Trailern, ja. Gut, hier ist natürlich gerade Stau, keine Ahnung warum. Super. Jetzt stecke ich hier mitten auf der Straße fest. Fängt ja schon gut an. Wie wenn der Motorradfahrer mir jetzt reinknallt, ne? Bleib ja stehen. Jetzt kommt der auch noch da an. Das glaubst du jetzt hier nicht. Was ist denn hier los? Ja, da stehen zwei Motorradfahrer vorne und fahren nicht weiter. Wir sind da drum rumgefahren. Das ist sowieso zu enge. Ja, du bist auch gerade drum rumgefahren. Ja, aber ich meine hier vorne. Das ist ja geil. Das habe ich aber auch noch nicht gemacht. Oh! Da müssen wir vorsichtig sein, Schatz. Ja, das geht nämlich nicht. Wie? Kannst du nicht mehr weiter? Fahr doch zurück und fahr mir hinten noch ja, rein. Ja, da musst du mal Abstand halten. Ich glaub's doch jetzt hier nicht. Was ist denn das hier? Warum gehen denn die nicht weg hier? Hier, ich fahr den weg. Guck mal. Du schiebst den an die Seite. Schatz, was machst du da? Das habe ich jetzt aber auch noch nicht gesehen. Tut ja nicht weh, wenn ich das langsam mache. Wenn ich... Du hast das eine Auto da weggeschoben. Wer ist denn das? Ja, jetzt aber nicht. Jetzt ist der... Und Motorradfahrer auch noch platt. Ey, ich glaub's da jetzt wirklich nicht. Was ist denn das für ein... Hallo? Ey, da liegen zwei oben. Ja, das war ich. Also, so, jetzt geht's. Ich bin durch. Du kannst sie doch platt fahren. Da, guck, passiert doch nichts. Alter. So, den einen habe ich auch hinüber. Jetzt komme ich eigentlich auch schon weiter hier dran. Oh, ich habe keinen Schaden davon getragen. Also, ja, ich komme jetzt hier aber nicht von der Stelle hier. Ich habe jetzt hier mächtige Probleme hier. So, jetzt aber. Jetzt haben wir aber ganz schön viel Leichen da liegen gelassen, oder? Ja. Schatz. Oder? Nein, denen ist nichts passiert. Naja, toll. Hab so vorsichtig angestopft. Naja. Hat die da so einen Stau verursachen? Guck mal die Palmen hier an. Schön. Oh. Das ist hier gar nicht. So, jetzt haben wir eine Strecke vor uns. Hoffentlich passiert nie wieder sowas hier. 1171 Kilometer. 1171. Oh. Oh, wei. Oh, wei. Was war das denn jetzt? Das wir haben Chemikalien hinten drin. Immer geradeaus. Muss man langsam drüber fahren, wenn du so ruckelst, ne? Da! Cortica prima. Immer geradeaus und dann links abbiegen. Ja, machen wir doch. Biege nach links ab. Ich mach schon die andere Vollbremsung hier. Macht der denn da die Scheiben sauber oder was? Macht gerade die Halle sauber da drüben. Siehst du den auch oder siehst du den? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Hier so ein Fahr, sonst wird's wieder rot hier, ey.
Nein, jetzt fährt das Auto los. Ich hoffe, jetzt fahre ich hier mal drin. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Jetzt fahren wir Autobahn, ne? Jetzt fahren wir Autostrada. Schweres Zeug da hinten drin. 14 Tonnen. Ich merke, dass er noch ein LKW ist. Ne? Oh ne, nicht schon wieder hier. Nein, ich habe nicht so viel Speed drauf hier. Kannst du, glaube ich, nicht. Eigentlich schon. Ne. Ich krieg nicht mehr drauf. 100, 110 habe ich. Habe ich überhaupt noch einen Hänger? Ja, ich will ein bisschen auf dich warten, wir fahren ja zusammen. Ja, aber ich fahre nicht, ich fahre voll Gas. Bleib auf der mittleren Spur. Ja, bin ich ja. So, jetzt habe ich wirklich langsam drauf. Bitte links halten. Da vorne wieder. Oh, jetzt habe ich irgendwas gemacht. Bin ich irgendwo gegen gerammelt. Jetzt habe ich irgendwas gerade gegeben. Ich weiß nämlich was. Mautstelle. Mautstelle, warte ich auf dich. Ja, nun geh doch mal, du komisches Popelauto. So, ich bin jetzt genau hinter dir. So, komm, ich hab bezahlt, kann ich weiter. Meine Güte, ich habe wieder viele Motorradfahrer hier unterwegs. Haben wir noch irgendwie eine Fähre oder normal? Nee, nee. Normal. Keine Fähre. Kein Zug. Nein. Ja, wunderbar. Hallo, nee, da kann ich nicht sein. Hä? Was macht der? Ich kann hier nicht rein. Steckst du denn? Ja, geht nicht. Ich kann nicht überholen, weil ich weiß nicht, was hier nur abgeht. Weil der eine vor mir so langsam fährt. Und die anderen fahren auch nicht besser, also kann ich gar nichts machen. Fahre ich jetzt Schneckenfieber wieder mit 150. Motorradfahren und fahr doch mal da. Mann, da sieht man dazwischen gerade. Ligurien, Schatz. Echt? Ligurien? Da kommt gleich ein Tunnel, da steht's dran. Ey, da fahren wir da hin jetzt. Ligurien. Hier sind wir schon mal lang gefahren. Oh Mann, ich. Da ist das blaue Meer. Mal Landstraße fahren. Wie
Wie wenn der mich hier so weiterreizt, ne, dann ist er auch gleich wieder hier. Ich komme nicht voran wegen viel. Motorrad. Wir kommen ja schon wieder an so ein Ding vorbei. Also irgendwie geht es hier nicht weiter hier. Das kann sich ziehen hier, wie kaum. LKW jetzt hier. Fahr doch mal durch hier. Da kommt dann eine Tankstelle nach der Nordstelle, da fahre ich mal drauf. Gebühren bezahlt. Ja, das ist mir hier alles ein bisschen zu blöd hier. So viele Schnecken hier vor mir. Ich kann den Tunnel hier auch nicht überholen. Warum mit auf die Tankstelle? Ja? Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Wollen wir weiterfahren? Jetzt sind wir wieder zusammen, ne? Alles klar. So. Kurze Pause. Was hängt dazwischen? Was sind das? Kabel oder was? Oh, da trinken sie Kaffee geworden. Ach, hier an der Tankstelle haben sie gerade Kaffee getrunken. Oh, jetzt bin ich irgendwo hängen geblieben. Für mich ist da jetzt nichts passiert. Komm ich denn jetzt hier wieder rum? Jetzt auch. Ich bin gerade stehen geblieben. Habe ich auf dich gewartet? Ja! Komm mal da jetzt. Du musst ja auch nicht so schnell fahren. Nee, ich schleiche ja schon. Ich fahre ja 40. 40? 40. Ja, ich sehe dich aber schon. Ich kann hier gar nichts machen. Wieso? Ja, weil hier nur Schnecken sind. Auf der Seite sind Schnecken. Auf der anderen. Wieso? Fährst du nicht links vorbei? Bin ich doch gerade vorbei. Ja. Versuche hier alles in der Kurve zu machen. Genova. Du das denn an mir? Nein. Ich sehe dich aber. Wo bist du jetzt von hier? Ja, ich habe ja wieder die. Ich kann nicht mehr sagen. Eine Motorradfahrer vor mir. Die begleiten mich da schon. Was die von mir machen. Oh, ich versuche jetzt mal rüber. Bin jetzt hinter dir, oder? Bitte rechts halten. Oh, bitte rechts. Oh, jetzt bin ich irgendwo drauf gefahren.
gerade gerufen. Warum? Ja, so, weil ich dich mal anrufe. Du sollst mal schneller am Berg nach oben fahren. Oder ist die Eisenbahn? Nee, ist keine Eisenbahn. Das war nein, das war gar keine Eisenbahn. Das war keine Eisenbahn. Das ist eine Brücke hier. Aber hier waren wir dann noch nicht drüber, oder? Doch, also ich bin mir ist alles schon gelb hier auf dem Navi. Ach so. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. So, meine neuen Hörner. Und wenn das so weitergeht, zieht sich das. Ja. Ich wollte sagen, warum fährst du nicht eigentlich ein bisschen schneller? Ist einer vor dir oder was? Nein, von mir ist alles frei. Warum fährst du dann nicht mal ein bisschen zügiger? Weil du dann wieder so weit hinter mir bist. Nö, ich bin doch hinter dir. Siehst du mich nicht? Doch, ich sehe dich. Na, also, deswegen habe ich mich jetzt gewundert, warum du langsam fährst die ganze Zeit. Du musst schneller fahren. Ich kann ja nicht schneller fahren, wenn du langsam fährst. Da habe ich wieder rein. So ist das. Und gehst jetzt wieder rüber auf die Seite. Du hast ja gesagt, du sollst schneller fahren. Also ja, aber nicht so, dass ein Unfall passiert jetzt. Du weißt, dass das hier eine Brücke ist, ne? Eine Brücke? Weil es ein Tunnel ist. Ich wollte gerade schon sagen, wo bist du denn gelandet? Ein bisschen gewackelt hier. Ich meine, ich weiß ja nicht, was du da fährst. 130. Nee, mehr. Ein Tower geht nur bis 130. Ja, ich merke das aber hier schon langsam. Und über 100, das wackelt ganz schön. Oder bald dunkel. Ich denke, das wird nicht dunkel. Warum soll es nicht dunkel werden? Weil es hier ist immer hell, Tag. Ich hab gedacht, wir bleiben jetzt. Guck mal, wir sind genau in der Mitte. Hallo, Schatz! Was denn? Ach Mann! Was du denn? Bist mir reingefahren. Ich bin dir gar nicht reingefahren. Klar, ich hab 4%. Jetzt muss ich in die Werkstatt, jetzt ist vorbei. Ich bin da gar nicht reingegangen. Ja, dann guckst du dir ein Video an. Wo bist du denn jetzt? Ja, hinter dir. Und ich, meine Räder sind komplett kaputt. Ich kann jetzt in die Werkstatt. Das sind nicht die Räder, das... Hallo? Du bist seitlich reingeknallt bei mir. Aber die Anzeige heißt nicht, dass die Räder kaputt sind. Mann, hätte ich mal ja. Ist immer, wenn ich hinter dir fahre. Motorfunktionsdings habe ich jetzt wieder hier. Komm, wir fahren runter. Ja. Beinahe mir, ja. Nee, geht nicht mehr. Ich kann bald nicht mehr fahren. Ja, ich bin nicht so sehr gut. Ja, super. Hast du das jetzt mit Absicht gemacht? Ja, warum soll ich das mit Absicht machen? Ja. Also, du bist mir aber voll reingesendet. Ich kann nicht mehr, mein Auto steht. Hä? Geht gar nichts mehr hier. Doch, ja, Blinker an. Meine Blinker! Mein Auto fährt nicht mehr. Gib mal Gas. Nein, geht nicht mehr. Ich muss an die Seite fahren, ich muss mich abschleppen lassen. Oh. Hier funktioniert überhaupt nichts mehr hier. So,
schleppe ich mich jetzt ab. Musst du mal die Null durchdrücken. Die Null auf dem Zifferblock. Geht das wieder los? Das hasse ich, ey. Die Null hier rechts an der Tastatur, nicht da oben die Null, sondern rechts an der Nummer am Zifferblatt. Ich weiß, was mir hier rechts. Schaden! Und weiter jetzt. Wenn ich den Schaden habe, muss ich dann wieder auf Null gehen oder was? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's. Glück so, ich hab's jetzt. Ja. Ich hab's. Gut. Ja. Das hätten wir uns ja jetzt sparen können. Hier, ne? Oh, Scherzchen, das war doch kein Ort. Route neu berechnen. Ist irre gewesen. Das war irre. Nee. Ja, mal kurz gucken, wo du gelandet bist jetzt. Ja. Wo ist denn mein. Wo kann ich mich denn reparieren? Ja, du bist sogar vor mir rausgekommen. Ach, jetzt mache ich das. Was mache ich denn hier jetzt? Hat dir sogar was gebracht, Schatz. Eingabe, so Eingabe. Habe ich da gemacht, Eingabe, so. Oh, oh Leute, da habe ich aber jetzt einen richtigen Schaden von 3. 67 und. Naja. Ja, ja. Du freust dich ja. Ich freue mich nicht. Ist auch meine Kohle, ne? Ich freue mich nicht, mein Schatz. So, wo müssen wir jetzt lang? Jetzt weiß ich nicht noch. Ja, du bist auf jeden Fall vor mir mittlerweile jetzt. Ich will hier raus. So, jetzt muss ich gucken, wie kriege ich jetzt mein Navi wieder hier. Einfach von der Werkstatt runterfahren. Ich komme da nicht. Weiß aber nie, wo ich jetzt machen muss. Biege nach links ab. Ja, nach links. Ich brauche mein Navi, Leute. Biege nach rechts ab. Fahr doch mal da runter. Das geht immer noch nicht. Dann drück F3. Bin schon lange raus. Demnächst rechts abbiegen. Ja, ob du mir das sagst, du Tiger. Oh, der Anhänger ist auch im Arsch. Nee, ah, jetzt habe ich von oben gesehen. Ja, Mist gebaut hier. Was ist denn hier los? Wie komme ich jetzt hier wieder nochmal hin? Was machst du da? Jetzt ist mein Navi wieder F3. Immer noch. Habe ich doch gerade gemacht. Hast du nicht gemacht. Oder die Null durchdrücken. Ja. Jetzt habe ich es aber so groß, ist egal. Muss ja nochmal drauf. Nee, jetzt habe ich einen Schaden hier wieder stehen. Das kann doch nicht sein hier. Wo ist denn mein Navi? Das stimmt doch gar nicht, was du mir da immer erzählst mit F3. Dann drück die Null durch, da kommst du auch. Jetzt habe ich es aber so riesig. Ich hatte es ja vorher kleiner gehabt hier. Jetzt habe ich es riesig groß hier. Oh, jetzt ist es klein. Hä? Jetzt habe ich es endlich klein hier. So, jetzt geht mein Motor nicht mehr an oder was? Ist vorne an der Werkstatt. Ich habe den Motor gar nicht ausgestellt. Warum fahre ich denn jetzt nicht los hier? Ach, ich Pause stecken habe. So, jetzt geht's wieder. Biege so. Nach rechts ab. Jetzt habe ich nur 700. Wo bist du jetzt? Ich bin hinter dir irgendwo, weit hinter dir. Ja, soll ich jetzt so lange warten? Nein, fahr, ich hol dich ein. Ja, dann. Ja, und dann wieder hinten drauf fahren, ne? Demnächst rechts. Kann ich gleich zur nächsten Werkstatt wieder. Bin dir ja nicht hinten drauf. Ja, du bist mir aber angerückt. Du guckst dir an, dann siehst du es. Biege nach rechts ab. Das kann es jetzt nicht sein, oder? Also das weiß ich nicht, ob es tot ist. Ich bleib lieber jetzt vorne stehen. Oh. Wie viele Kilometer hast du bei dir stehen? Ich hab was mit 785. Rechts halten. Ich hab 797. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Jetzt hier konzentrieren. Nimm die Ausfahrt rechts. Kannst du lieber fernbleiben von mir? Nein, wir fahren noch im Konto. Ja, klar. Und mein Auto wieder schrotten hier im LKW. Das machst du jetzt zu gerne. Da kommt Bus jetzt gegen hier. Das ist
fähr dich auf dem Navi. Na schön. Besser auf dem Navi, als mir irgendwo reinzufahren. Aber irgendwie habe ich es jetzt kürzer. Ja, du wurdest ja auch abgeschleppt zur nächsten Werkstatt und die liegt dann näher am Ziel. Ja, ich wäre aber lieber gefahren, als mein Auto hier. So. Wird das auch wieder hell hier? Jetzt fahren wir wieder im Dunkeln. Ja, es wird morgen früh hell. Aber ich sehe dich ja auf dem Navi nicht mehr. Wie viele Kilometer bist du jetzt entfernt? 757. Ja, dann denkst du, mach schneller fahren. Dann kommst du wieder zu mir. Ich sehe dich auf dem Navi. Du bist ja vorher auch so gerast, wie so geisteskrank. Was soll das jetzt hier werden? Jetzt fährt der wieder da rum, oder was? Also wenn du hupst, mache ich tatsächlich Platz. Ja, aber manchmal können sie ja auch keinen Platz machen. Oder? Oh, hier, ich bin umgefahren durch den Bergen. 22 Uhr, das kommt dann hier weg. Wo bist du jetzt? Wo bist du jetzt? Ich bin in deiner Nähe. Schön romantisch, dunkel, es regnet. Oh, und es blitzt. Ja, oh, ich sehe, dass du schon wieder kommst. Ich sehe schon wieder knallen. Ja, da lachst du schon. Draußen gewittert. Fahr lieber vor mir. Hat man ja vorhin auch gehabt. Ja, aber hinter mir habe ich auch Schutz, dass du mir drauf fährst. Ich sehe gar nichts. Ja. Hä? Ja, Unfall. Da ist mir aber einer voll reingetüpft. Bist du wieder als was mit mir passiert? Mir ist nichts passiert.
Was ist jetzt los? Das ist einer hier von der Seite auf meine Fahrbahn. Ja. Ohne zu gucken, hier reingedonnert. Ja, das hast du wohl bei mir auch gemacht. War genau dasselbe. Nein, ich war vor dir. Der kommt von der Seite angeschossen. Ja, ein Bagger hier, ein Trecker hinten drauf. Also hier wird es jetzt langsamer. Ne? Stau. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ist einspurig. Ja, ja, da bin ich ja auch. Wenn du da so ein paar vor dir hast, darfst du nur 60 fahren, irgendjemand hält sich genau dran. Ja. So. Eine Baustelle irgendwo, eine größere. Dann kann ich erst wieder Gas geben. Und da drunter wegen einmal. Komm schon noch mal Stelle vorbei. Gleich. Und da wird sich schön steil. Ach, der biegt ab, Gott sei Dank. Man fährt nicht dann die ganze Zeit. Ja, ich sehe auch kaum was. Ist auch wieder nicht an. Ja, im Moment ja, weil keiner vor mir ist. Kannst es ja machen. Aber ich sehe sonst nicht mit dem Weg. Ich verschneide das. Der kann sich auch nur gegen abonnieren. Scheiße, Tankstelle. Nächste kommen wir ja nachher bei mir schon. Nein, ich hab noch, aber nicht mehr ganz voll. Aber auch nicht ganz leer, es geht nicht. Ein bisschen überall ist es so. Kann auch sein, dass es noch alt. Ich weiß es nicht, ob da eine Kurve kommt oder nicht, weil ich es nicht will. Ich sehe uns. Ja, ich weiß. Nein! Du kommst schon wieder zu nah hier. Ich sag doch, wir sehen uns. Ich sehe dich. Ich meine, aber ich sehe unseren Aufdruck. Beim Trailer. Ist schön, ja? Ne? Ist schön? Ja, schick. Du hast gesagt, da wäre zu viel drauf. Ja, ich weiß nicht. Manches vielleicht zu viel. Ja, ein bisschen Werbung bringt es so schön. Warte. Ich muss jetzt hier rein. Das habe ich eine riesen Spannung. Da hätte ich auch den anderen nehmen können. Das lange anstehen müssen.
bist du auch hinter mir gerade? Ich bin genau hinter dir. Komm, ich mach mal mein Fernlicht aus. Es wird dunkel bei dir in der Hütte, ne? Bei mir? Ich hab mein Geld. Hallo? Warum hast du mich jetzt angeblinkt? Sind nur noch 500 Kilometer hier. Mitternacht ist hier noch so viel Betrieb. Hallo, Schranke auf, ich will auch durch hier. Oh, jetzt will er auch noch Kohle haben hier. Was hast du da mit 13 Euro? Weiterfahren. Hilft doch mal schon. Und lauter Dunkelheit. Ah, hier, ich merke noch nicht mal, es hat aufgehört zu regnen. Warte mal, ich mal anhabe. Bitte links halten. Oh, das hat aber jetzt gespackelt. Bitte links halten. Ah, was wackelt denn jetzt mein LKW auf einmal? Ich würde doch nicht mal Lenkrad jetzt lose sein, den kriege ich aber hier nicht kriegen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ist der jetzt eine Einheit sein? Hm? Alles gut, ich hab einen Korn. Ah, mein Blinker geht. Da kommt ein Rastplatz. Bist du drauf? Oh, nicht unbedingt. Nö, ich kann auch noch mal nicht. Es ist ja nicht leer, es ist ja ein bisschen dunkler. Aber sind ja auch nicht mehr viele, sind noch viele. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Oh, wer ist denn so später rechts rüber? Kannst du schon Feuer machen? Richtig was reingedämmelt. Ja, das machst du sowieso zu gerne. Siehst du hast ja selber einen Navi, wo es lang geht. Nee, aber trotzdem, du kannst vorher schon auf die Abbiegespur. Ich hab das vielleicht schon vorher gemacht. Auf die Abbiegespur kannst du schon viel früher fahren. Ja, du bist ja kurz vorm zu spät. Das habe ich nicht gemacht. Sorry, ey. Ist ja zu schlimm, oder was? Jetzt komme ich hier nicht durch, oder was? Hä? Jetzt komme ich hier nicht durch, oder was? Doch, geht. Also ich hab gedacht, ich muss auf meine Maut gedreht werden. Hat auch gleich die Schranke aufgemacht. Da kommen wir jetzt im Dunkeln an, oder nicht? Nein, wir kommen im Hellen. Naja, wir haben 1.02 Uhr und es sind 400 Kilometer noch. Naja, in 3 Stunden wird es hell.
fahren? Nein. Bei der anderen Tour geklappt. Ja, vielleicht verstellt sich das hier wieder mal. Wie soll sich das denn verstellen? Keine Ahnung, wenn man zu viel fährt oder so. Nee, nee. Wird sich das denn verstellt? Ich habe keine Ahnung. Ach Mensch. Muss ich wegen diesem PKW wieder bremsen. Jetzt wackelt wieder alles. Dreht gerade mal den Quartier wieder durch. Können wir doch auf dem Rastplatz fahren. Vielleicht hebt sich's aber dann, ich weiß es nicht. Schon mal gehabt. Was hier abgeht. Oh, oh, Motorfunktion, umgehen, Werkstatt aufsuchen. Ha, ha, ha. Was denn? Bei mir. Warum? Steht hier. Warum, was hast du denn gemacht? Ja, 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 schon eine ganze Weile. Meldung gekriegt. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Tja, weißt du, musst alleine weiterfahren. Soll ich auf dich warten irgendwo? Ich weiß gar nicht, wo ich rauskomme. Oh, das ist natürlich jetzt doof. Mitten auf der Autobahn. Hier kann ich unten nach der Werkstatt gucken. Ja, ich sehe dich ja noch. Du bist ja hier noch bei mir dann. Ja, ich fahre ja auch noch. Aber vielleicht bist du ja schon weiter vor dann. Vor mir. Ja, das ist natürlich doof. Mann, du geh doch mal. Also ich habe jetzt 3 und 5 hier noch. 304 Kilometer oder sowas. Ja. Vielleicht bist du ja in der Nähe da irgendwo. Da kommst du da hin. Also zurücksetzen weniger, mehr vor. Vielleicht ich fahre noch, ich warte, bis das Ding stehen bleibt. Echt jetzt? Ja, ja. Na, wenn das Ding stehen bleibt? Ja, ich muss so oder so abschleppen lassen. Aber ich habe jetzt keinen Bock hier von der Autobahn. Meldung kam jetzt einmal erst. Ja, wenn dann die Doppelblinker kommen, dann ist es soweit. War bei mir jedenfalls. Wenn beide Blinker so raus sind. Oh, hier ist auch was passiert. Hallo? Spinnt der? Ja. Schon wieder Meldung gekriegt. Echt? Was willst du machen? Wir fahren noch. Wie viele Kilometer? 200 und? Schade, jetzt haben wir es fast geschafft.
ärgerlich wäre es, wenn ich 200-300 Kilometer zurückgesetzt werde, weil da die nächste Werkstatt ist. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Immer geradeaus. Ui, jetzt fahre ich in den Weg. Ich auch, bin nämlich hinter dir. Oh, das sehe ich jetzt gar nicht. Ah, jetzt fahren wir Landstraße. Ja, geil. Oder was ist das für eine Frage? Jetzt wieder auf die Autobahn zurück. Da geht wieder auf die Autobahn. Vor mir da soll er fahren. Ach, wann wegen dem muss ich immer abbremsen? Fahrt doch links vorbei. Also, klar. Ah, super. Jetzt ist da ein Unfall, jetzt kommt der auch hier. Geht er dann immer komplett aus kurz. Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts.
Muss ich mal durchblättern. Restzeit 19 Stunden haben wir noch. Da sind wir ganz schön zügig vorangekommen. Heute Abend um 11 Uhr müssten wir da sein. Hast du mich jetzt gerade überholt? Oh, keine Ahnung, ich habe auf mein Navi geguckt. Naja. Du musst gleich knallen wieder bei dir. Du weißt, dass du dein Auto kaputt ist, ne? Naja, deswegen. Ich beeile mich, bevor es ganz auseinanderfällt. So, oh, super, jetzt ist mir einer draufgefahren. Ich könnte es nicht gewesen sein. Bin ich froh, dass ich ohne Schaden und auch wieder Schaden gefunden habe. Hinter mir sind mein Vorfuß gebrochen. Können wir ja mal hier abfahren, hier ist halt ein Ort, aber... Ach nee, Bari. Ist 77 Kilometer. Ja, nein, das geht mal dahin. Ansonsten musst du mich anschieben bis dahin. Bitte? Musst du mich dann anschieben. Ich finde, du fährst aber trotzdem ganz schön zügig, ne? Und dann darf ich mal das. Naja, ich beeile mich ja auch, bevor er ganz kaputt geht. Mautgebühr brauchen wir gar nicht vorbei, das machen wir. Nee, das ist eine andere Autobahn. Du siehst, dass ich blinke, ne? Was soll das? Du siehst, dass ich blinke. Mann! Du weißt, dass du ein kaputtes Auto hast. Wow. Guck dir mal die schönen Häuser an hier. Muss ich nicht wundern, dass da irgendwas passiert. Da war eine Werkstatt, gerade dran vorbeigefahren. Ah, super. Zur Reparieren können. Mann, das ist ja noch heil. Ich habe immer noch wieder schon. Halb fünf, es wird jetzt so langsam hell. 44 Kilometer, darfst nicht so rasen, müssen wir auch backen. Du musst ja abgebogen. Ich warte ein bisschen auf dich. Können wir diesen Sonnenaufgang zusammen genießen. Blinkst du jetzt rüber oder nicht? Blinke ich? Ich blinke nicht. Also biege ich auch nicht ab. Hallo? Ich hab mich überholt gerade. Kommt da schon wieder ein Mautding? Ja, da wird es auch noch in der Autobahn gehen. Fahr mal den Bus mal hinterher, da kannst du ja ruhig sein. Jo. So, 8 Kilometer noch. Sind wir da. Oh, ich sehe das Ziel schon. Oh, ich sehe das Ziel schon. Oh. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Aber du bist da wirklich noch weit gekommen, ne? Na ja. Ohne? Na ja, wenn du Motor fühlst. Versuch jetzt hier gleich vor der Haustür, fällt mir das Ding komplett aus. Echt? Ja, das kann schon sein, ne? Immer geradeaus. Was machst du dann? Am da ist die Werkstatt. Erste Ausfahrt nehmen. Ja, ja, das machen wir dann. Was, jetzt diese hab ich Ausfahrt. Das machen wir dann. Mann, jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Ich hätte die Ausfahrt nehmen müssen. So, jetzt habe ich es aber noch hingekriegt. So. Immer geradeaus. Das muss doch hier irgendwo reingehen. Demnächst rechts abbiegen. Ah, hier ist es doch. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ach, rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. So, jetzt geh auf. Tom. Wir sind heile angekommen. Ja, wunderbar. Ja, das sieht ja herrlich hier aus. Ja. Chemiewerk. Na super, ja. Toll, ne?
Ja, wir haben ja Brühe, da irgendwas Giftiges da hinten drin. Ja, super. Das will ich aber jetzt auch mal loswerden, das giftige Zeug hier. Schnell abladen, bevor mein LKW noch explodiert hier. Ah, wo ist denn meine Maus jetzt hier? Na, jetzt hab ich's. Oh, zufriedenstellend. Ja, was hat, aber warum hat man denn solche? Sonst waren sie mal ausgezeichnet, zufriedenstellend. Ausgezeichnet steht bei mir. Haha. Ausgezeichnet? Ja. Obwohl du mir reingesammelt bist. Ja, wer weiß, wer da wirklich deine Schuld war.